Ahoi, du wundervolle Seele. Ich freue mich, dich hier heute im Nachhaltig Erfolgreich Podcast, deinem Holistic Business Podcast, begrüßen zu dürfen. Und heute wartet ein ganz, ganz spannendes Thema auf dich. Ich möchte dich mit auf eine Reise nehmen, auf eine Reise zu deinem Business, deine Businessreise. Und ich möchte dir mein Lieblingsbild für dein Business mit auf den Weg geben. Wenn du mir zum Beispiel auf Instagram folgst, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich ein großer Fan bin von der maritimen Sprache und dass sich das eben auch in den Brandingfarben und in meinem Logo widerspiegelt. Was es damit auf sich hat und warum es mehr ist als nur ein hanseatischer Touch, das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode erzählen und dir auch zeigen, wie du das für dich und dein Business anwenden kannst, sodass du die manchmal doch sehr abstrakten Themen ein bisschen greifbarer machen kannst für dich und ein Bild vor Augen hast. Ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan von Bildern, weil sie mir helfen, Dinge zu verstehen und Dingen einen Rahmen zu geben. Und der Aufbau deines eigenen Businesses ist eine Reise in ein unbekanntes Gebiet, eine Reise, die nie enden wird. Klingt das nicht abenteuerlich und schön? Auf diese Reise gehst du mit einem Schiff. Aber dieses Schiff ist nicht irgendein Schiff, es ist dein Schiff. Und fangen wir mal ganz vorne an dem Punkt, an dem du dich das erste Mal für das Thema Selbstständigkeit und Business interessiert hast. Das erste Mal, als du dich damit auseinandergesetzt hast und vielleicht einen Podcast gehört hast oder einen Blogartikel gelesen hast, oder vielleicht hast du dich auch von jemandem coachen lassen oder in einem Unternehmen ein Praktikum gemacht. Zu diesem Zeitpunkt bist du der Sailor. Du kommst in ein anderes Unternehmen, du kommst auf ein anderes Schiff. Du wirst von diesem Schiff ein Stück mitgenommen. Du lernst dieses Schiff kennen und ja, kannst das entdecken, was vielleicht in Zukunft auf dich wartet. Und in dem Moment, in dem du anfängst, dich mit deinem Business auseinanderzusetzen, wirst du selber zu einem Captain. Die Hauptaufgabe ist am Anfang jedoch nicht, dein Schiff zu führen, sondern dies erst einmal zu bauen. Als erfolgreicher Captain wirst du die schiffsbauerische Tätigkeit nie ablegen, denn es wird immer wieder etwas zu optimieren geben und etwas, was du weiterentwickeln kannst. So wie jedes andere Schiff auch, musst auch dein Business-Schiff von Zeit zu Zeit ins Dock für Reparaturarbeiten. Dadurch, dass diese Arbeit immer wieder relevant sein wird, ist es wichtig, dass du dich mit ihr auseinandersetzt. Neben der Produktentwicklung und Optimierung der Kundenbetreuung gehört auch das Marketing zu deinen Aufgaben. Alle drei Bereiche liegen in der Hand des Captain, der jedoch Hand in Hand mit dem Schiffsbauer arbeitet. Ein simples Beispiel hierfür. Du hast als Captain ein neues Angebot erstellt und möchtest dieses nun vermarkten. Damit dein Produkt nach außen sichtbar wird, musst du es auf die Fassade deines Schiffs pinseln. Im Online-Kontext würde das bedeuten, dass du zum Beispiel eine Landingpage erstellst. Also eine Seite, auf der dein Produkt oder deine Dienstleistung vorgestellt wird. Oder du bindest diese Seite mit in deine Webseite ein, beziehungsweise du bindest dein Angebot mit in deine Webseite ein. Und insbesondere der letzte Punkt wird dir immer wieder begegnen. Daher rate ich dir von Anfang an, dich damit auseinanderzusetzen, wie du deine Website selber gestaltest. Und ich kenne es von vielen Kollegen, dass sie ihre Website erstellen lassen, wo auch grundsätzlich nichts gegenspricht. Doch die Webseite ist etwas, was nicht statisch ist, sondern was immer wieder in Bewegung ist, wo immer wieder Dinge verändert werden müssen. Ganz einfaches Beispiel ist, wenn du auf deiner Webseite Termine stehen hast, Termine für Workshops, Termine für Seminare, dann musst du die immer wieder up to date halten. Und wenn du gerade am Anfang bist und nicht ein Riesenkapital hast, dann ist es unheimlich wichtig, das eben auch selber zu können und das selber zu machen. Das ist heutzutage auch kein Hexenwerk mehr. Also es war, als ich damals mit meinem Blog angefangen habe, ich war mit der Technik teilweise wahnsinnig überfordert und habe mittlerweile aber so viele Möglichkeiten kennengelernt, wie, für mich, ich sage mal, ich bin absolut programmiert doof, die Dinge doch so einfach zu handeln sind. Und daher kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du
das eben für dich lernst. Und selbst wenn du jemanden hast, der dir dort Arbeit abnimmt, ist es immer noch gut, selber agieren zu können, wenn die Hütte mal brennt. Und für den Bau deines Schiffs kannst du dir Hilfe von Schiffsbauern oder von anderen Captains holen, in Form von Online-Kursen, Coachings oder Mentorings und so weiter. Das Angebot dort ist ja unendlich groß und auch jeder Podcast, den du hörst, wird dir sicherlich auf irgendeiner Ebene weiterhelfen und wird dir Wissen vermitteln von anderen Schiffsbauern oder von anderen Captains. Und deine Kunden sind deine Passagiere, also binde sie so früh wie möglich mit ein beim Aufbau deines Business-Schiffs. Wie wollen deine Kunden reisen? Was ist ihnen wichtig? Wo kannst du sie abholen? Also wo musst du quasi sichtbar werden? Wo musst du hinfahren mit deinem Schiff? Und die Hauptfrage ist, wo wollen sie hinreisen? Also wo sollst du sie hinbringen? Baue dein Schiff nach den Bedürfnissen deiner Passagiere auf und spreche ihre Sprache, auch beim Design. Das Design wird oftmals ein bisschen klein gehalten, ein bisschen unterschlagen, aber das Design ist etwas, was unheimlich wichtig ist, weil es der optische Eindruck ist meistens der erste Eindruck, den wir von etwas haben. Und daher ist die Sprache über das Design sehr wichtig. Und ich möchte dir jetzt im Folgenden ein paar Teile eines Schiffs vorstellen, die ich übersetzt habe in den Business-Kontext und hoffe, dass du so ja ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, was so dein Business ausmacht, wie du es gestalten kannst und dir eben auch langfristig dann Gedanken machen kannst, vielleicht so, okay, woran arbeite ich heute, in welchen Raum gehe ich heute, was mache ich heute? Und ich möchte anfangen mit der Flagge. Jedes Schiff fährt unter einer Flagge und auch dein Business-Schiff wird unter einer Flagge fahren. Da ist die Frage, was hast du dir auf die Fahnen geschrieben? Was ist das, was für andere nach außen sofort sichtbar wird? Hier stehen auf deiner Business-Schiffs-Flagge, was für ein Wort, stehen deine Vision, deine Mission und deine Werte und sie sind für alle sichtbar. Dann haben wir ein weiteres Herzstück des Schiffs, das, was nicht unbedingt für jeden sichtbar ist, das ist der Maschinenraum. Hier ist dein Motor, hier ist dein Antreiber, Maschinenraum, das ist dein Warum, das ist das, was dich antreibt, das ist das, was dir die Kraft gibt, das, was dir die Energie gibt. Aber es ist auch der Raum für dein Marketing, hier kannst du dein Marketing boosten, power up your engine, also durch bestimmte Marketingkampagnen oder so kannst du dort dein Schiff noch richtig dazu verhelfen, dass es nochmal ordentlich Fahrt aufnimmt. Dann haben wir die Brücke. Die Brücke ist die Kurzform für Kommandobrücke und von der Kommandobrücke wird ein Schiff gesteuert. Hier hast du die Kontrollzahlen im Blick, hier legst du deine Positionierung fest und planst den kommenden Weg, also deine Route und achtest natürlich selbstverständlich darauf, dass diese eingehalten wird oder nach Bedarf nachjustiert wird. Dann kennst du das Krähennest vielleicht aus Piratenfilmen. Das ist dieser Ausguck an einem Masten am Schiff und an einem Mast, ne, ein Mastkorb von dem du einen weiten Ausblick hast. Wenn du hier bist, dann bist du quasi in dem Moment der Unternehmer. Du guckst in die Zukunft, du guckst weit weg. Du kannst gucken, so auch was macht die Konkurrenz, also was machen die Schiffe, die um dich herum fahren. Du bist ja nicht alleine in diesem riesengroßen Ozean, sondern um dich herum fahren ja auch andere Business-Schiffe. Und in dem Krähennest, also in dem auf dieser zu einem Mastkorb umgebauten Plattform, kannst du einfach diesen Weitblick genießen und kannst gucken, und kannst in dem Sinne quasi von oben mit einem übergeordneten Blick deine Entscheidungen treffen und die Visionen für dein Unternehmen einfach weiter formen. Und dann kommen wir in in einen Bereich des Schiffs, wo ich immer an meine Kindheit denken muss und an eine Sendung, die es dort gab oder die es auch heute immer noch gibt. Das ist die Kombüse. Das ist dein Ort des kreativen Schaffens. Ähnlich wie in einer normalen Küche ist deine Kombüse ein Ort,
indem du hantierst und dich auch ausprobierst mit neuen und mit unbekannten Zutaten. Hier kreierst du und hier erschaffst du deine Angebote und deine Produkte. Und du kannst dir das vorstellen, vielleicht auf einem Schiff, was viel rumkommt. Die Lebensmittel, die mit in die Kombüse kommen, sind immer unterschiedlich, je nachdem auch, wo das Schiff gerade war. Und genauso bekommst du auch immer wieder äußere Eindrücke, die sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, mit wem du zusammengearbeitet hast, je nachdem, mit wem du dich auf der letzten Netzwerkveranstaltung unterhalten hast. Oder. Und genau das kann hier einfließen. Also die Kombüse ist der Ort deines kreativen Schaffens und deiner Kreation der Produkte und Angebote. Und dann kommen wir in den Raum, der oftmals neben der Kombüse ist. Das ist die Messe. Die Messe ist der Speisesaal. Und hier sprichst du, wenn du ein Team hast, mit deinem Team die neuen Produkte oder die Projekte vor. Hier ist der Ort des sich Besprechens. Und wenn du kein Team hast, dann ist die Messe der Ort, an dem du dich auch mit deiner Mastermind-Gruppe auseinandersetzen kannst oder austauschen kannst. Also mit Menschen, die dir gleichgesinnt sind, die eine ähnliche Einstellung haben, die auch im Business unterwegs sind, mit denen du dich immer mal wieder absprichst, die dich unterstützen, die du unterstützt und ihr gemeinsam wachsen könnt. Mit denen kannst du dich auch in der Kombüse, in der Messe austauschen. Und dann gibt es zwei Punkte, Kammer und Beiboot. Und die Kajüte bzw. die Kabine eines Kapitäns wird als Kammer bezeichnet. Sie ist sein Raum für Auszeiten, also auch deine Ruheoase und dein Rückzugsort. Oh Gott. Dein Beiboot hingegen ist die Möglichkeit für dich, kleine Ausflüge zu machen, mal dein Business-Schiff zu verlassen, mal etwas anderes zu sehen, mal etwas vielleicht nur für dich zu machen. Da sind wir wieder bei den vier Elementen des Erfolgs, also der nachhaltige Aspekt, sich Auszeiten nehmen, das Business ruhen zu lassen. Das kannst du wunderbar in deiner Kammer machen, aber auch mit deinem Beiboot Dinge andere Dinge zu erleben. Und da ist die Frage, wie sieht deine Kammer aus? Also wie sieht dein Wohlfühlort aus? Wie sieht deine Wohlfühloase aus? Wie sieht der Ort aus, an dem du wirklich abschalten kannst, an dem du regenerieren kannst? Und wie sieht dein Beiboot aus? Also was ist das, was dir hilft, dich abzuschalten, mal was anderes zu erleben? Wo fährst du mit deinem Beiboot hin? Ich fahre zum Beispiel mit meinem Beiboot, welche Überraschung, sehr gerne ans Meer. Und dann haben wir die Kajüten. Kajüten sind die Räume, in denen nachher deine Kunden untergebracht sind, während du mit ihnen arbeitest. Vor allen Dingen in Form von Online-Kursen oder auch von einer 1:1-Betreuung. Daher ist die Frage, wie viele Kajüten hat dein Schiff? Also wie viele Personen kannst du zum Beispiel gleichzeitig 1:1 betreuen? Und für wie viele Personen ist dein Online-Produkt ausgelegt? Also wie viele Personen haben in deinem Online-Produkt Platz? Und hier kommt jetzt etwas, das macht es ein bisschen abstrakt. Die Anzahl der Kajüten kannst du jederzeit variieren. Also du baust dein Schiff immer wieder danach um. Nicht so wie bei einem realen Schiff, wo du sagst, okay, wir haben jetzt 500 Kajüten, das ist ein großes Kreuzfahrtschiff. Du kannst in dem Moment die Anzahl variieren, aber einfach diesen Blick oder das mit im Blick zu haben, wie viele Kajüten brauche ich denn gerade oder wie viele Kajüten kann ich auch regelmäßig bedienen? Im Sinne von, wenn man jetzt mal in den Hotel- und Schiffsbereich geht, dort für Ordnung zu schaffen, die Betten zu beziehen und diese ganzen Dinge, alltäglichen Sachen zu machen. Für wie viele Kajüten oder Menschen in Kajüten kann ich auch Essen kochen? Also da dir wirklich mal Gedanken zu machen, wie viel kann ich geben, wie viel Zeit habe ich, wie viel Raum habe ich und was gehört alles zu der Betreuung einer einzelnen Kajüte. Und dann haben wir noch den Begriff Gangway, das ist die Zugangsbrücke oder die Zugangstreppe zu deinem Schiff, zu deinem Business-Schiff. Und in dem Fall, die meisten Schiffe haben eben nur eine Gangway, aber dein Business-Schiff hat mehrere. Und das sind deine Marketingkanäle, wie die Kunden auf dich aufmerksam werden. Das können Instagram sein, das kann Facebook sein, das kann ein Podcast sein, ein Blog, also über Google. Wie können die Leute dich und dein Angebot finden? Wie werden sie auf dein Schiff aufmerksam?
Und zusammengefasst findest du nicht nur verschiedene Räumlichkeiten in deinem Schiff für verschiedene Themen und verschiedene Tätigkeiten. Auch als Unternehmerin nimmst du mit der Zeit verschiedene Rollen ein. Also wenn du Schiffsbauer bist, dann bist du in dem Moment eine Facharbeiterin. Wenn du der nautische Offizier bist, dann nimmst du die Position einer Managerin ein. Sie steuert das Schiff von der Brücke. Und wenn du der Captain bist, dann steuerst du das Schiff manchmal auch von der Brücke, aber in erster Linie bist du Unternehmerin. Das heißt, du lenkst das Unternehmen, das Schiff, und du schaust zukunftsorientiert und überblickend. Also in dem Moment, der Captain quasi, die Unternehmerin, sitzt oben im Krähennest und hat den weiten Ausblick, während der Manager quasi dann eben, ne, auf der Brücke ist und dort arbeitet und auch die Facharbeiter dann oft in der Kambüse sind, um dort die neuen Produkte zu kreieren. Und wenn wir am Anfang des Unternehmertums stehen oder unser Business eben noch, ja, eine One-Woman-Show ist und wir kein Team haben, dann nehmen wir immer wieder verschiedene dieser Positionen ein. Und was mir unheimlich geholfen hat, ist einfach zu sagen, okay, an manchen Tagen nehme ich die Rolle ein, an anderen Tagen die Rolle. Wenn ich aber immer wieder springe innerhalb von einem Tag in allen Rollen oder durch alle Rollen durch, komme ich irgendwann unheimlich stark durcheinander. Und daher nehme ich mir zum Beispiel für diese Themen Content-Produktion, Content-Entwicklung ganze Tage frei. Ich blocke mir diese Tage, das ist dann der Tag Content-Production, und gucke dann, wie ich es für mich angenehm gestalten kann und wie ich für mich vorgehen kann. Und schaue, dass ich das für mich möglichst effektiv und effizient einfach umsetze. Und das ist für jeden auch unterschiedlich. Nur vom Gedenken her sind diese Themen, also Facharbeiter, Unternehmerin und Managerin, einfach komplett unterschiedlich. Und daher kann ich dir von Herzen nur empfehlen, guck für dich in deinem Business, welche Aufgaben in welche dieser drei Kategorien quasi fallen, und nimm dir einzelne Tage, die nur dieser Kategorie zugeordnet wird. Das macht für dich das Denken leichter. Krasses Beispiel ist, wenn du in der einen Stunde quasi als Facharbeiterin unterwegs bist und dann aber auf einmal den Schwenk machen musst zur Unternehmerin und weitblickend und Visionen, und das fällt manchmal unheimlich schwer. Also daher wirklich, teile das in verschiedene Tage auf und das fällt dir einfach leichter. Und guck, dass du vielleicht, wenn du, je nachdem, wann du arbeitest, ich kenne es ja selber, dass ich lange Zeit oft nur abends arbeiten konnte, als das Minimädchen noch kleiner war und ich im Kindergarten war. Aber wenn du eben, wie ich sag mal, die meisten Menschen morgens irgendwann anfängst zu arbeiten, dass du auch schon mit diesem Mindset einer Unternehmerin oder mit dem Mindset einer Facharbeiterin in dem Moment auch in den Tag startest, dass du dich schon in diese Rolle, die du in dem Moment in deinem Unternehmen selber einnimmst, einfindest und dich darauf einstellst, dass du gleich in dieser Rolle quasi agieren wirst. Das macht diesen Switch dann auch immer wieder leichter. Ich hoffe, dass dir diese kleine Schiffstour gefallen hat und dass es dir vielleicht ein bisschen dabei hilft, zu gucken, welche Aspekte gibt es in meinem Schiff, welche einzelnen Räume, welche einzelnen Ebenen muss ich beachten und wo kehre ich aber auch immer wieder hin, zurück. Und wenn wir ein Schiff bauen, und es ist immer sehr emotional und es ist immer mit sehr viel verbunden, weil wir unheimlich viel Neues lernen und sehr viel auch über uns lernen. Und die Hauptherausforderung oftmals ist gar nicht das Bauen des Schiffs, sondern mit dem noch nicht hundertprozentig fertigen Schiff rauszusegeln oder rauszufahren aufs Meer, sich zu zeigen. Und ganz viele, und da habe ich mich lange, oder kann ich mich auch lange Zeit, konnte ich mich lange Zeit mit einschließen, haben Angst, sich dann zu zeigen und zu sagen, hier, guck mal mein Schiff, und haben Angst, dass dieses Schiff einfach kaputt geht, weil bestimmte Dinge nicht, noch nicht ausgereift sind. Und Schiffe sind, ja, muss man sagen, es gibt so ein schönes Zitat, ne, dass Schiffe am sichersten im Hafen sind, aber dafür wurden sie nicht gebaut. Und ich bin der Meinung, dass wenn auch dein Schiff mal draußen auf dem Ozean, in der Businesswelt, an einem Felsen zerschellen sollte, liegt es an dir als Captain zu entscheiden, wie du damit verfährst. Ob du sagst, okay, voll vor die Wand gefahren, am
an den Felsen zerschellt, aber ich entscheide in diesem Moment, dass ich dieses Boot, dieses Schiff nochmal wieder aufbauen werde. Oder ob du in eine andere Haltung verfällst und sagst, ja, dann war es das wohl. Ne? Einfach da gibt es diese ganz unterschiedlichen Ansätze. Und als richtiger Captain, der sein Schiff liebt und der ein großes, großes Warum hat, wirst du immer wieder sagen, ich baue mein Schiff wieder auf und ich gucke, warum es ist vorher an den Felsen zerschellt. Was muss ich anders machen, damit das nicht passiert, damit es stabiler ist oder dass ich mich besser ausrichte, meine Positionierung vielleicht ändere, damit ich nicht wieder auf diesen Felsen zusteuere, sondern dran entlang fahren kann. Und sind wir wieder beim Thema Mindset. Und ich glaube, du merkst so langsam, es ist eins meiner Lieblingsthemen, weil es so kraftvoll ist, weil wir mit unseren Gedanken, ja, fast unser ganzes Leben steuern können. Und in diesem Sinne, liebe Grüße und love and rock on, deine Luisa.